Oh, muss den Boden erst berühren, bevor ich den noch weit machen kann. Aber cool, wir sind bei den Bossen. So. Wir könnten die Schwächen ausprobieren. Wir könnten. Wobei, hier wissen wir es. Hier ist Wind die Schwäche. Wir können auch ein... Level 96. Ja, nee, ist klar. Wir können auch einfach das machen. Wie hat er mir nicht allzu viel Schaden gemacht? Ich weiß auch nicht, warum. So, Moment. Erstmal hier die Energie wiederholen. Ah, ich habe meine E-Tanks sogar voll. Nice. Level 25, Level 17, Level 95. Happens? Ist jetzt dran? Ah, du. Ich glaube, deine Schwäche hatten wir auch schon gesehen. Level 96. Auch weich doch nicht aus. Das macht doch keinen Spaß. Und tschüss. Es macht auch Spaß, das ganze Spiel über durchzuhaben. Das kann ich mir vorstellen. So, und der nächste. Guck mal, jetzt macht das Spiel plötzlich Spaß. Mit Giga Impact. Oder wie auch immer der Attacke nochmal hieß. So, bitte bitte von der Wand weggehen. Krieg ich eigentlich Schaden? Oh, so ein bisschen, glaube ich. Oh, ich freue mich schon auf den Sigma-Kampf am Ende. Vedia ist die Giga-Impact-Attacke hier nutzlos. Dann werde ich aber böse. Fangen wir heute noch mit X6 an? Nein. Den Spaß hebe ich mir für ein andermal auf. Spaß, sagte er. So, und wieder voll. Und weiter. In wie vor, sie ist nutzlos. Ich sehe es auch schon kommen, dass sie nutzlos sein wird. So. Jo. Ach ja, das konntest du ja auch noch. Ich wollte nicht umfliegen. Easy. Die Sache ist ja eigentlich kommt man ja sogar recht gleich an die Ultimate Armor dran. Wenn man einfach alles andere verpasst hat. Außer man benutzt dann dauerhaft die Fourth Armor für alles. Dann vielleicht nicht. Aber ansonsten kommt man aber, glaube ich, wirklich sogar ziemlich einfach dran. Ach du. Wobei, hier sollte ich, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass ich nicht hinten in die Stacheln reinspringe, was ist wahrscheinlich... Ja, was wahrscheinlich sehr leicht passieren wird. Okay. Da machen wir das nicht.
Was hatte der nochmal für eine Schwäche? Strom? Ich habe irgendwie schon gedacht, dass ich da wahrscheinlich sterben werde. Aber ich wollte es trotzdem mal ausprobieren. Ein richtiger Bosskampf! Oh yes! Oh no. Nein, Strom war es nicht. Ah ja, hier. Aufschlitzen. Bosskampf? So, irgendwas in der Richtung. Es ist so schön, X-Boss einfach zu cheesen mit ihren Schwächen. Jetzt kann ich dich treten, wenn du von links kommst. So, weg. Das ist sogar wirklich mein halbwegs anspruchsvoller Boss. Oder so. Und nächster. Grizzly? Anspruchsvoll. Was hast du eigentlich für eine Schwäche? Weißt du, es würde mich ja vielleicht interessieren, das rauszufinden, aber leider, muss ich dir sagen, mein lieber Grizzly, tut es das nicht. Von daher, Giga-Attacke ich mich jetzt hier einfach die ganze Zeit durch. Oh cool, das ist eine neue Attacke, die hab ich noch gar nicht gesehen. Und warte einfach darauf, dass du rauskommst und stirbst. Die Attacke sieht auch richtig cool aus. Hallo! Könnte mal eine Stelle geben, der Sack. Lebt sich hier durch den Cyberspace. Grizzly Cyber Sleuth. Dong. So komplett Hyperspace-Hintergrund, aber dann ein paar Flecken Erde. Seine Schwäche wäre die Stachelkugel gewesen. Okay. Haben wir leider verpasst. Ich weiß auch nicht, irgendwie kam ich nicht dazu, das einzusetzen. Ah, Flower Man. Der eh schon ziemlich lame war. Ach, deine, von dir ist die Stachelkugel. I see. Wusste ich schon gar nicht mehr. Du warst so lame, du warst einfach instant tot in unserem Kampf. Und auch jetzt bist du einfach schon fast tot. Tot. Pflanze ist effektiv auf Boden. Ja, gut. Jetzt muss ich den Boss auf die schwere Art und Weise machen. Stimmt. Der war, glaube ich, mit der Schwäche ja noch leichter. Warning. Warning. Schön, wir haben die Boss nicht mal eine Woche lang in Erinnerung geblieben sind. It's the Pegasus! Dash Attack versus Dash Attack! Mal gucken, wessen Dash Attack stärker ist. Also ich würde sagen, meine ist stärker. Oh, falsche Richtung. Wo bist du hin? Achso, du machst wieder einen Rainbow Attack. War ich der Schaden während deiner Rainbow Attack? Keine Ahnung. Aber du bist tot. Was hatte der eigentlich für eine Schwäche? Weiß nicht. So. Dann weiter geht's. Nächster Checkpoint. Wahrscheinlich.
Holt ihre Kugeln raus. Spielt ein bisschen Bowling. Oh, was ist das? Energie. Okay. Einmal voll aufgeladen, denke ich mal. Noch was? Nee. Oh no. Was haben die für ein komisches Geräusch gemacht? Das war nicht das Geräusch. Jetzt hier die Falcon Armor zum Durchdashen. Oh, Energie. Autsch. Alter! Wie mies war das denn? Dass die Dinge einfach verschwinden, während ich auf den draufstehe und ohne zu wissen, wo das nächste ist, ist schon ziemlich assig. Okay, haben wir den Checkpoint erreicht. Warning, warning. Wieso ist der Level 25? Was ist das denn plötzlich für ein Batman Sigma? Hehehe, impressive. The number one replied, you are, you came much. Lass mir einfach mal so stehen, ne? You came much. Earlier than I expected. Macht's auch nicht besser. Wir haben noch 22 Uhr, wir dürfen das jetzt. Why? Why did you do... Weißt du, wir sind im fünften Spiel. Das Ding greift dich jetzt schon zum fünften Mal an. Warum fragst du ihn jetzt, warum er das überhaupt alles macht? Because of Zero. To awaken Zero from his false self. What? I've conducted thorough research and reached a tremendous result. I wanted to find out what Zero truly is and scatter the virus all over the earth to purify his body. But the amount of the virus was insufficient. So I used a rundown colony making it a virus colony and let it land on the earth. You know the outcome, don't you? You almost annihilated the earth. For that, you're sick. Fortunately, there are those handy guys called Maverick Hunters, ever ready and able to come to the rescue, and I knew the earth would be safe and sound. But Alice, most of the hunters have also become Mavericks. That was a close one, huh? You, how many hunters have been lost because of you? I'll never forgive you for this. You're going to pay for what you've done. Jetzt der Moment der Wahrheit. Es funktioniert. Ah, er macht mir Schaden. Aber ich mache ihm auch Schaden. Echt? Es gibt verschiedene Enden in diesem Spiel? Okay. Na dann. Warning. Na, levelt er jetzt auf? Hat er ein paar Sonderbonbons gefressen? The number one hunter. You are X. The stronger you are, the more I want to destroy you. It was pointless to have Zero fight you. After all, you are the number one hunter. You show no mercy for enemies or comrades. Shut up! Where are you? Hängt davon ab, ob die Kanone funktioniert. Wie, das ist auch nicht festgesetzt? Hi. Here I am. You can challenge me at any time. I have delightful news. I've recently acquired a new partner. He has been very supportive. He seems to have created quite a few robots. And he gave me the toughest body that you will ever see. You got here sooner than I expected, so it is not yet complete. But it is enough to defeat you. Here's an excellent partner. I believe you two know each other. In fact, he used to be a comrade of yours. He was very persistent about you, and that makes him very helpful to me. You see, X, there is someone other than me who hates you. Now feel our combined rage and die!
but not before suffering horribly. Goodbye, X. Und wer hat uns verraten? Alia? Oh. Tut ein bisschen weh. Aber ich muss da oben sein Ding angreifen. Aber hey, es funktioniert auch bei der Phase. Aber er tut mir ziemlich weh. Also werden wir gleich wahrscheinlich einmal drauf gehen. Ah, okay. Vielleicht tun wir jetzt mal die Phase eben auch nochmal machen. Also es kann wirklich sein, dass die Kanone failt. Krass. Und dann gibt's ein schlechtes Ending. So, versuchen wir dich mal so ein bisschen vorsichtiger zu bekämpfen, dass ich mehr Energie gleich für die zweite Phase habe. Um dann auch einen Energietank zu verwenden dort. Ach, verdammt. Wieder weg. Okay. Das Ende ist wirklich RNG-abhängig. Ja. Ja, nice, ne? Kurze Frage, bevor ich gleich meine Energietanks rausschmeiße. Der hat danach noch eine Phase, oder? Oder nicht? Einfach nur zur Sicherheit mal gefragt. Das ist echt die letzte Phase. Das heißt, ich kann meine Tanks rausknallen wie sonst was. Das ist gut zu wissen. Bevor wir uns hier noch mehr mit dem abgeben müssen. Ist dies. Und das war's. Ah! Wie das war's. Gwa! Darn, but I'll never die alone. I'll take Zero down with me. Nah, stop using Zero as a shield. Isn't it painful to have to watch while others suffer? You can't put up with your own pain, but can't bear to see others, especially Zero harmed, can you? I'm taking Zero, the one most important to you, to the underworld. Goodbye, X. Ich habe nicht mal den E-Tank gebraucht. Habe ich ihn schon besiegt? Da hat er nicht gerade doch so viel gehabt. Irgendwie ist er ein bisschen auseinandergenommen. Zero? Zero! 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 No, don't die! Do you hear me? Sagt er zu dem Typen, der noch aus dem halben Körper besteht. Drop dead. No. Guga. Wir beide durchlöchert. Oder hat Zirin jetzt durchlöchert? Durch. Dings durch. How persistent you are. Sigma. X, do you hear me? Dan, your optimism led to your own demise. You should live. Und plötzlich sind wir auch komplett kaputt. No, yet, not yet. Actually, I want you to rest and relax for now. Hold on, X. Just for a few more moments. Und plötzlich geht das wieder gut. 3 Jahre später. A large maverick has broken out in Hori 2 block. 2146 block.
go into action immediately. Let's go. Now, get a move on. We've been used to living in peace. Hunter R. Since that time, X's eyes have changed and sharpened. I can't face any enemy now. I will feel this way as long as I have the saber. I'll do it today, Zero, with you. Forever we'll be together. Zero! Ja, durch den Schuss durch die Brust sind Beine und Arme abgefallen. Endlich durch. Holy shit. Nee. Akitero? Hä? Fragezeichen? Joa, wo fange ich an? Wie fandest du das Spiel denn? Also anfangs ging es. Es war gar nicht so schlimm. Außer die Wahlstage. Es war vielleicht hier und da ein bisschen unfair. Wie heißt das so schön, diese ganzen Beginner-Strap nach Motto, wenn du da zum ersten Mal durchkommst, kommst du eigentlich nicht durch. Weil du läufst automatisch auf jeden Fall in eine Falle rein, von der du nicht wissen kannst, dass da eine Falle ist. Joa. Später wurde es dann hier und da ein bisschen bullshittig, so gerade wie seit die Wahlstage. Und so der eine oder andere Stage war auch schon irgendwie ein bisschen too much gefühlt einfach. Weil sie sich dachten, das und das sind voll die geilen Gimmicks, die packen wir da jetzt rein. Dann muss man die Wahlstage dreimal machen, um alles zu holen. Ihr seht schon, ne? Ich halte mich so bis auf der Wahlstage auf. Weil die ja echt, wie viele Mans davon mitgemacht haben. Weil die einfach, weiß nicht, eine Unverschämtheit der Videospielgeschichte ist. Joa. Und dann hatte ich irgendwann einfach keinen Bock mehr. So für die Sigma Stages. Da bin ich einfach durchgecheased mit den Rüstungen. Nachdem wir die dann auch hatten. Jo. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob das Spiel dann vielleicht nochmal schöner gewesen wäre im Endeffekt. Ob man es da vielleicht besser genießen hätte. Genießen könnte. Aber das konnte ich leider nicht mehr. Das war eher so wirklich. Meh. Also, das ist für mich auf jeden Fall der schwächste Teil der X-Reihe bisher. X5 sollte der letzte sein. X6 wurde von Capcom einfach ohne Erlaubnis von Inafune gemacht. Wäre noch besser. Deswegen ist es so schlecht geworden. Dann wurde X6 geboren. Also ich weiß nicht, X1 bis 4 waren schon ziemlich cool. Auch gerade, weil sie so ein bisschen anders als die normalen Mega Man-Teile waren. Aber X5 kann ich echt nichts abgewinnen. Am Ende haben wir uns eh einfach nur noch mit der Ultimate Giga Impact Rüstung durchgecheased. Ich bin gespannt auf die nächsten Teile. Wie schlimm die werden. Ich hoffe, die kann man sich zur Not dann auch so durchcheesen wie hier mit der Ultimate Rüstung. Also ich glaube, allzu schwer war das Spiel nicht. Aber man hat einfach, am Ende einfach keinen Bock mehr. Naja, also wie gesagt, das war für mich bisher der schwächste Mega Man-Teil überhaupt, den ich vielleicht auch gespielt habe. X6 ist ja nicht mal schwer, sondern einfach nur Sleeper. Bin gespannt. Aber ich glaube, ich brauche jetzt erstmal eine kleine Mega Man-Pause. So eine ganz kleine. Thank you for playing. Playing time. Solange ich diesen Säbel habe. Guck mal, mit Zero habe ich einen SA-Rang. Seht ihr mal, wie gut ich bin. Ich glaube, damit haben wir's. Okay. We did it. Wie die Meinungen auseinandergehen können. Okay, dann würde ich sagen, dass wir währenddessen noch mal ein bisschen im Hintergrund durchlaufen. Der Skill mit Zero war aber auch insane. Ja. Jetzt wisst ihr es, mein Zero ist insane. Ist einfach nur sick. Wenn ihr irgendjemanden richtig gut spielen sehen wollt,
Seht euch meinen Zeron. Ihr habt es an der Wertung gesehen. SA-Rang. Ist nicht mal mehr S-Rang, ist ja sogar noch einer drüber, glaube ich. Okay. Ja, insane. Mit SA.